So, dann verbinden wir das hier schon mal so ein bisschen. Diesmal baue ich das hier mit meiner Hand ab. Keine Lust, das nochmal zu verlieren. Ja, wir bekommen Energie. Also warum das nicht so schnell auflädt, wir haben da unten noch drei Bedboxen unten. Und dann, was brauchen wir jetzt noch? Glashalberkabel, genau. Wir brauchen ja ein Diamant und Silber. Und Glas. Wir haben kein Glas. Scheiße. Glas. Fiber Cable. Nein, nicht das. Hier mit Silber, mal. Da bekommt man 6. So. Silber rein, Diamant rein und kein Glas. Wieso habe ich immer den falschen unten drinnen? Hä? Da. Machen wir da jetzt schon mal das nächste rein. Und zwar machen wir Gold. Gold ist doch immer schön. Ach, können wir gleich noch Eisen und Kupfer. Dann sollte das ja auch mal schön pulverisieren. Glas haben wir auch schon fertig und rein damit. Was fehlt denn jetzt noch? Glas. Ach so. Falscher Diamant. Jetzt. Ich habe schon gedacht, was habe ich falsch gemacht? Okay. Das hier können wir mal raus tun und da dann die Electric Engine reinbauen. Woohoo! Okay, cool. No fuel. Okay, jetzt geht's wieder. Wow, 2 Megajoule per Tick. Nicht schlecht. Und die wird ja auch immer schneller und schneller und schneller aus dem Grund bekommen. Wir haben immer mehr Energie. Yay. Also das können wir unsere Free Power auch nutzen. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal so ein Solar-Teil. Ja. Warum denn nicht? Wo ist denn das Solarpanel? Dafür brauchen wir auf jeden Fall Batterien. Batterien brauchen wir, für jeden Generator brauchen wir eine, also 8 Batterien. Ha. Das heißt, wir brauchen, Mathe, 32 denn? Oder? Moment, wir brauchen für, pro Batterie 4. Das heißt, wir müssen 4 mal 8, 32. Ja, einen halben Stack denn. Ha. Das ist ziemlich viel. So. Solar. Ah, wir müssen also das Batterie suchen. Weil da kann man nicht einfach so das Rezept rauspolen. Moment, wir hatten doch hier irgendwo Copper Cable. Rein mit dir und Tim, rein mit dir. 8 Batterien. Yay. So. Jetzt brauchen wir sehr viel Copper Cable. Und dafür brauchen wir erstmal etwas zu essen. Ah, meine Maus. Komm. Komm schon. Genau. Dafür brauchen wir jetzt erstmal. Ich hab vergessen, was wir brauchen. Ach genau. Das Teil habe ich ja da. Hoffen wir mal, dass es Tag ist. Es ist gerade Nacht. Dann schlafen wir noch mal eine Runde
Und dann gucke ich jetzt mal kurz, was so mit der Aufnahme los ist. Und ich rede wieder zu leise. Grrr. So. Und jetzt ist wieder Tag. Jetzt können wir mal schön draußen rüberfahren. Wisps da. So, und wie wir die Dinger hier so aufeinander gekriegt haben, das haben wir mit einer Gravity Gun gemacht. Nicht, dass jemand so sich fragt, wie wir das gemacht haben. Ich habe mich auch mal das gefragt, wie das einer gemacht hat. Und dann bin ich selbst drauf gekommen. Und hätten wir hier einfach mal ein paar Hühnchen und was essen bekommen. Auch man. Ich gucke hier jetzt mal rein. So. So. Und die XP aufsammeln. Und dann wieder rausgehen. Zack. Ah, schon wieder fast voll. Definitiv zu viele Chickens. Es ist ein bisschen wieder weniger. Ah, und genau. Und ja, das hier ist unser Server. Dann brauchen wir wieder euch hier zum Schmelzen von dem da. Wir müssen uns unbedingt auch noch einen Extractor machen. Was brauchen wir eigentlich so für einen Extractor? Wisst ihr was, das machen wir jetzt. Haufenweise Crafting gehört immer dazu. Tin habe ich auch noch. Okay, dann brauche ich 8 von denen da. 8. So. Einfach mal reinklatschen. Das hier nehme ich raus, weil wir das dann einfach dreifachen. Haben wir die echt nirgendwo mehr? Doch, da haben wir ein bisschen. Aber das ist zu wenig. Ich brauche mehr. Ich liebe warten. Vor allem craften. Craften ist sowieso das Beste. Oh, fertig. Dann brauchen wir ein Electronic Circuit. Und dann noch ein Refined Iron. Wo bist denn du hin? Da. Nein, das war ein Engine. So. Da haben wir jetzt einen Block. Und dann noch diese Dinger hier. Müsste man ziemlich leicht herbekommen. Einfach ein bisschen Holz nehmen und wir brauchen 20. 20. Geht das, wenn ich jetzt das nehme, dann mal 3. Dann bekomme ich 16. Nein, da bekomme ich 18. Oh Mann. Einfach 6 Stück davon. Und rein damit. Genau. So. Jetzt dann noch hier. Zack. Und fertig ist der Extractor. Yay. Das können wir jetzt da rein. Dahin. Nein. Irgendwie nicht.
könntest da einfach hinsetzen und dann. Was machst du? Wieso machst du immer alles kaputt? Da müssen wir noch mal eins machen. Fein. Also ich finde ja irgendwie ist das ja scheiße, dass es immer explodieren muss. Aber selber schuld, wenn man nicht mitdenkt. Sage ich nur mal dazu. So. Dann vielleicht noch ein bisschen Cobblestone rein. Wir brauchen immer noch ein bisschen von Cleanstone. Ja, nicht mal hier Cleanstone drin. Ja. Scheiße gelaufen, ne? 2, fehlen mir noch 4. Dafür noch 3. Rein damit. Haben wir ein bisschen Copper Cable. Dann wieder ein Electronic Circuit. Jetzt brauchen wir wieder Find Iron. Machen wir gleich mal 20 Stück davon. Und machen die Electronic Engine wieder an. Wie viel brauchen die eigentlich? Ich weiß es nicht. Also die verbraucht ein bisschen weniger, wie wir kriegen. Das ist doch gut. Ja, das ist sogar sehr gut. Dann warten wir erstmal, bis es hier fertig ist. Eins kann ich ja schon mal nehmen für das Teil. Haben wir schon mal das erste. Dann nehme ich 5 Stück raus, dann bekommen wir 17. Das ist ein ganz kleiner Vorteil. So, 20. Von denen da haben wir schon mal 4 Stück. Dann können wir schon mal das Rezept da rein tun und warten noch auf. 3, 2, du lässt dir Zeit. So. Rein damit. Und dann haben wir wieder den Extractor. Yay. Jetzt wird es endlich explodieren. Yay. Er explodiert nicht. Ist doch schon mal gut. Ein bisschen komisch aus, aber ja, es tut, was es tun muss. Ah, wir machen leicht minus Energie. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt wie viele Electronic Circuits? 24. Echt jetzt? Nein. Nein. 16. Und das heißt sehr viel Kupferkabel. So. Dann machen wir mal ein paar. Rein damit. Reicht nicht. So, rein damit. Nein, falsches. So. Dann noch ein bisschen Refined Iron. Ich verklicke mich die ganze Zeit. Dann Refined Iron rein und Electronic Circuits. Bam. Bisschen zu wenig. Wir brauchen dafür haufenweise
Brava. Und solange kann ich ja mal das Teil hier zeigen. Unser Betriebssystem. Also Username. Und hat jeder ein Username. Mit Passwort. So, welcome so crazy. Please select the option. E-Mail in Dev, also in Entwicklung. Notice Board in Entwicklung. Account Settings. Das geht. Da kann man Passwort ändern oder zurück. Ja. Dann kann man hier wieder was auswählen und Logout. Ja, nur Logout. Thank you for using GeekyOS. Hope to see you again soon. Yay. Und das hier ist in Geeky sein Haus. Mit seinem PC. Mal schlafen gehen und dann gucken wir mal, wie viel Zeug wir wieder haben. Mein Haus ist das einzigste, was noch nicht so schön ausschaut. Anders hinsetzen. No, jetzt bin ich am Mikrofon gekommen. Tut mir leid. So. Mal kurz was schauen. Okay. Nichts Sinnvolles. Na gut. Dann können wir wieder nach unten gehen. Irgendwie ist der Sound ziemlich leise. Ah, es ist so laut. Wie wär's, wenn wir jetzt ein paar Hühner machen? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So viele Hühner. Ja, aber was Essen brauchen, ist eigentlich ziemlich gut.